Ah, das passiert wieder, gut zu wissen. So, stimmt. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, jetzt Rox Acker, der Polak mit einem Knopf aus dem Rucksack. Ja, meine Freunde, wir spielen wieder eine Runde Planet Craften. Fast soweit gut. Planet Crafter. Wir sind letztes Mal ja stehen geblieben beim. Was war das? Stimmt. Bei der Base bauen. Ja. Gerade ein bisschen ein Blackout. Okay. Titan, Eisen. Oh, lol, wir haben alles Eisen aufgebraucht. Tatsache. Was ist jetzt wieder los? Stimmt, Jetpacks haben wir auch noch. Gut, hier drin ist noch nichts. Da drüben ist einfach nur. Also, was heißt einfach nur? Das Biolabor generiert Biomasse, okay. Gut. Muss mich zuerst ein bisschen zurechtfinden. So, aber wir brauchen Eisen. Und wo kriegen wir auf die schnelle Eisen her? Osmium, Iridiumstab, Aluminium, Superlegierung. Extrahiert automatisch Erze aus dem Boden. Ich glaube, den können wir sogar bauen. Ja, den können wir sogar bauen. Iridiumstab. Habe ich sogar einen. Titan, Aluminium, Superlegierung. Wir haben keine Superlegierung. Dann hole ich mir schnell welche. Let's go. Alles Titan. Hier hinten ist ja auch noch was. Da waren wir noch nicht. Warte mal, komme ich hier rauf? Ja. Nein, ernsthaft? Zum Glück gibt es hier keine Monster. Aber genug Eisen gibt es hier. Was haben wir hier drin?
Ah, nichts Spezielles. Jetzt müssen wir da hoch, weil da war Dingens. Superlegierung. Come on. Boah. Das war knapp. Ja. Hat es zufälligerweise noch mehr davon? Ja, da. Ich finde es auch so geil, dass wir unsere eigene Superlegierung craften können. Na scheiße. So sich alles außen rum. Ey, bald sieht der Planet nicht mehr so kahl aus. Bald. Darauf freue ich mich am meisten. So, hier haben wir noch ein bisschen Eis drin. Aha. So, wo platzieren wir denn die Abbaustelle am besten? Ich würde sagen hier, ne? Hier. Iridium kommt hier raus, geil! Voll. Aber jetzt fängt er erst an. Natürlich jedes bisschen Eisen nehmen wir mit. Eigentlich jede Ressource. Neue Mitteilung erhalten. Okay, was willst du uns mitteilen? Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist zu gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden. Du kannst selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Versuch also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserung sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung, um deine Überlebenschance zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Das Jahr 3058.
Okay, wir haben ja gar keine Rakete da oben. Gucken wir mal, was jetzt eine Rakete bräuchte, so eine GPS-Rakete. Superlegierungsstab. Raketenantrieb. Zwei Superlegierungen haben wir noch und Mikrochip-Kompass. Raketenantrieb und Mikrochip-Kompass. Hier stelle ich doch das her, ne? Zweimal Alu. Wir finden Raketenantrieb. Iridiumstab und zwei Uran. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich nehme mal 9. Und zwei Uran. Dann die hier. Und dann ballern wir mal den ersten GPS-Satelliten hoch. Das ist ein Fail. Ich brauche noch eine Superlegierung. Da müssen wir nochmal zurück. Zuerst einmal gehe ich schauen, was diese Abbaustelle macht. Was würde es eigentlich kosten, wenn ich da so einen Schrank hinballere? Drei Eisen. So. Wie sieht's denn aus? Oh, wir kriegen von allem ein bisschen. Na, jetzt nehme ich alles mit. Also du hast, also wir haben schon die Möglichkeit, Iridium zu finden. Jedoch bohrt er alles nach vorne, was er so. Ach so, das Tageslicht kommt. So, jetzt müssen wir doch hier rein. So, ich hoffe, da oben hat es noch eine Superlegierung. Aber so wie das ausgesehen hat, ja. Da hinten war ja das Orsium-Gebilde. Na, mit F mache ich das schon ab. Boah, jetzt ist hier gerade übelst dunkel. Nochmal in die Base.
Warum ist jetzt hier so dunkel? Spiel. Sag mal, ist schon krass dunkel. Ja, auf YouTube sagt er, nee, du hast da was vergessen. Aber wenn ich es sehen würde, würde ich es direkt mitnehmen. Alter, wie so im Horrorspiel Slenderman. So, komm jetzt. Sag mal, jetzt wird Tag, oder? Ja, die Nächte sind zum Glück kurz. Auf diesem so mysteriösen Planeten. Nix, ey. Bitte mach es schneller hell. Ah, hier ist Eisen. Okay, das ging. Boah, Alter. So. So, jetzt muss ich schnell eine Base finden. Vorne war ja eine. Boah, das war jetzt richtig nervig und anstrengend da im Dunkeln. So. Das passt. Jetzt gehen wir weiter. In die Richtung waren wir noch nie. Hier hinten kann ich sicherlich Aluminium abbauen. So. Hier kurz rein. Dann wieder raus. Dann würde ich sagen, starten wir die erste Rakete mal. Alter, komm jetzt. So. GPS-Satellit. Rakete starten. Tschüss. Viel Spaß da oben! Aha. Ein T2-Satellit, der braucht nicht viel mehr. Nur mehr Superlegierung und Kompass. So, und jetzt? Ach so, geil. Das hier sehen wir so, das ist unser Gebiet aktuell, wie weit es geht von der Reichweite her. Und heißt, hier geht's weiter.